Dimensionen. Schulden sind eine Möglichkeit, Ressourcen über die Zeit zu verschieben. Ich weiß, ich habe Einkommen in der Zukunft, ich verwende meine zukünftigen Einnahmen bereits jetzt und zahle dann aus meinen künftigen Einnahmen diese Schuldner wieder zurück. Der Staat hat künftige Steuereinnahmen und er verwendet diese Steuereinnahmen, um jetzt bereits seine Ausgaben zu erhöhen. Woher kommt das Geld? Eine kurze Geschichte der Staatsschulden von Daniel Schmid. Schuldenbremse, Nulldefizit, Sparpolitik. Das waren in den vergangenen Jahren die Schlagworte, die die politische Debatte in Europa bestimmten. Die Coronavirus-Pandemie hat das geändert. Die Finanzministerien brauchten mehr Budget. Es wurden Firmen gerettet, Händler unterstützt, die Kurzarbeit finanziert, Impfstoffe angeschafft und Umsatzausfälle Selbstständiger ersetzt. Bis zum Sommer beliefen sich die Aufwendungen für Covid-19-bezogene Hilfsmaßnahmen laut Finanzministerium auf 37 Milliarden Euro. Ausgaben, für die der österreichische Staat Schulden machen musste. Ein schuldenfinanziertes Konjunkturprogramm also, das einen langfristigen wirtschaftlichen Abschwung verhindern soll. Und laut der Ökonomin Lea Steininger von der Wirtschaftsuniversität Wien vermutlich nicht die letzte Krise, die ein solches Vorgehen notwendig macht. Was immer dazu gesagt wird, ist, dass diese Schulden, nachdem die Corona-Krise überwunden ist, zurückgezahlt werden müssen, auf jeden Fall reduziert werden müssen. Und das, glaube ich, sieht den Wald vor lauter Bäumen nicht. Weil wir sind jetzt zwar in der Corona-Krise und selbst wenn sie jetzt bald vorbei wäre, sind wir immer noch in der Klimakatastrophe. Da müssen die Staatsausgaben, glaube ich, stark erhöht werden, weil das werden private Unternehmerinnen nicht tätigen, diese Investitionen, in so einem Rahmen von so großer Unsicherheit. Immer mehr Ökonominnen und Ökonomen argumentieren, dass Staatsschulden nicht nur nicht schlimm, sondern geradezu notwendig sind, um die Wirtschaft stabil zu halten und autonom agieren zu können. Es gelte, das richtige Verhältnis zwischen Steuereinnahmen und Schulden zu finden. Und diese Schulden nehme der Staat über Staatsanleihen auf, erklärt der Ökonom Oliver Pizek vom Momentum-Institut. Staatsschulden sind in der modernen Welt Anleihen, die der Staat ausgibt, weil er sich Geld ausleihen muss, weil er zum Beispiel in Krisenzeiten wie jetzt gerade mehr Geld ausgibt als einnimmt. Und um diesen Betrag abzudecken, gibt er Staatsschulden aus und holt sich so die Euros, die er dann mehr ausgibt. Die grundsätzliche Rolle von Staatsschulden bleibt in dem Sinne, dass sie eine Möglichkeit sind, Ressourcen über die Zeit zu verteilen. Ergänzt der Wirtschaftshistoriker Clemens Jobst von der Universität Wien. Ressourcen verteilen, auch in Nicht-Krisenzeiten, für den Wohlfahrtsstaat, für Schulen, Krankenhäuser, eine funktionierende Verwaltung, Sicherheit oder Infrastruktur. Hinzu kommt, dass Staatsanleihen als zuverlässige Anlage gelten und damit auch stabilisierend auf den Finanzmarkt wirken, sagt Oliver Pizek. Das wäre, glaube ich, eine große Katastrophe für das Finanzsystem. Ich glaube, da wird alles zusammenbrechen, wenn der Staat wirklich seine Staatsverschuldung auf null reduzieren würde, weil ganz viele sichere Anleihen, auf denen das Finanzsystem und das Geldsystem basiert, wegfallen würden. Eine Staats- oder Bundesanleihe ist eine Art von Schuldinvestition. Man verleiht Geld für einen bestimmten Zeitraum und zu einem festen Zinssatz an staatliche Institutionen. Dafür erhalten die Investorinnen und Investoren wiederum eine feste Rendite in regulären Intervallen. Und zu diesen Investoren zählen, im Falle Österreichs etwa, vor allem die großen Player auf dem Finanzmarkt, sagt der Makroökonom Philipp Heimberger vom Wiener Institut für internationale Wirtschaftsvergleiche. Die Bruttostaatsschulden haben ungefähr 315 Milliarden Euro betragen im Jahr 2020. Und es ist eben so, dass ungefähr ein Drittel der Staatsanleihen ausländische Nichtbanken halten. Also das sind ausländische Versicherungsgesellschaften, Pensionsfonds, Investmentfonds. Ungefähr 20% der Staatsanleihen sind in der Bilanz der EZB. Das ist wegen der Anleihenkaufprogramme. Das ist sehr stark raufgegangen in den letzten Jahren. Das ist aber für andere Euroländer ähnlich. 20 weitere Prozent werden gehalten von ausländischen Zentralbanken. Und dann ist es so, dass der Anteil von inländischen Banken, Versicherungsgesellschaften, Pensionsfonds sehr stark zurückgegangen ist in den letzten Jahren. Also von noch ungefähr 60% der Staatsanleihen in den späten 90ern auf ungefähr 15%. Der große Vorteil von Staatsanleihen am Kapitalmarkt ist deren Sicherheit. Denn Länder wie Österreich oder Deutschland gelten als zuverlässige Rückzahler. Dafür sind Investorinnen und Investoren bereit, sehr niedrige oder sogar negative Zinsen in Kauf zu nehmen.
Deutschland verdiente mit seinen Anleihen, die von Jänner bis August 2021 ausgegeben wurden, beispielsweise mehr als 4 Milliarden Euro. Die Milliardensumme kommt durch die negativen Zinsen am Kapitalmarkt zustande. Die Investierenden geben dem Staat bei der Schuldenaufnahme mehr Geld, als sie am Ende zurückbekommen. Nicht nur die Zinsen sind aktuell niedrig, auch die Laufzeiten sind mitunter ungewöhnlich langfristig angelegt. Im September 2017 gab Österreich erstmals eine Staatsanleihe mit 100-jähriger Laufzeit aus. Die Anleihe läuft also bis zum 20. September 2117 und das zu sehr niedrigen Zinsen. Die Nachfrage nach dieser Anleihe war dennoch sehr groß. Das liege auch daran, dass sichere Staatsanleihen einen wichtigen Stellenwert für die Finanzmärkte haben, unterstreicht die Ökonomin Lea Steininger von der WU Wien. Für die Stabilität von Finanzmärkten brauchen wir Staatsanleihen, weil sie sicher sind. Andere Arten von Anleihen sind von wesentlich größerer Unsicherheit geprägt. Und deswegen kann man nicht alle Staatsschulden zurückzahlen jemals, weil sonst würde man auf Finanzmärkten die sicheren Anleihen entziehen. Und das würde bedeuten, dass es zu nicht nur starker Instabilität kommt, sondern dass Finanzmärkte zusammenbrechen würden. Die Wirtschaft mit Schulden stabil zu halten, scheint ein globaler Trend zu sein. Zumindest für die robusteren Volkswirtschaften. Zu Beginn des 21. Jahrhunderts stecken die reichen Länder, wenn man so will, in einer Schuldenkrise. Sowohl europäische Staaten als auch die USA weisen hohe Staatsschuldenquoten auf. Mit Staatsschulden, die im Durchschnitt fast ein jährliches Nationaleinkommen betragen, ist der Schuldenstand in diesen Nationen so hoch wie seit 1945 nicht mehr. Die Schwellenländer weisen dagegen deutlich geringere Staatsschulden auf. Hier beträgt die Staatsschuldenquote durchschnittlich 30%. Eine Entwicklung, die auch kritische Stimmen laut werden lässt. Steigt die Staatsverschuldung rasant an, könne das zu einer starken Inflation führen. Das Geld wird weniger wert, die Preise steigen. Eine Entwicklung, die Oliver Pizek allerdings nicht befürchtet. Es gibt ganz seltene Fälle in der Geschichte, wo es eine Hyperinflation gab. Das war meistens nach Kriegen der Fall, wo Staaten versucht haben, rein nur mit der Notenpresse ihren Betrieb aufrechtzuerhalten. Es war auch in lateinamerikanischen Diktaturen der Fall. Da sieht man schon, dass dieses Muster an diesen Hyperinflationsepisoden, dass die wirklich nur in Zeiten von einer totalen wirtschaftlichen und sozialen Krise stattfinden. Und da sind wir so weit entfernt davon. Unser Wirtschaftssystem hat viele Probleme, aber es ist grundsätzlich stabil. Deswegen sehe ich das überhaupt nicht. Der Wirtschaftshistoriker Clemens Jobst sieht ein anderes Risiko. Hohe Staatsverschuldung kann unter bestimmten Umständen in eine Refinanzierungskrise führen. So geschehen in der Eurokrise ab dem Jahr 2010. Der Staat hat den großen Vorteil, dass er im Unterschied zu einer einzelnen Person oder einem Haushalt seine Schulden nicht zurückzahlen muss, weil er ewig Bestand hat. Was der Staat aber sehr wohl machen muss, ist, dass er Kredite, die auslaufen, wieder refinanzieren muss. Das heißt, er muss in der Lage sein, um eben die Schulden nicht zurückzahlen zu müssen, wieder neue Schulden zu machen. Die Voraussetzung für diese Refinanzierungsmöglichkeit ist ausreichendes Vertrauen in den Staat. Die Grundlage für dieses Vertrauen ist, dass der Staat eben ausreichend Steuereinnahmen hat, um die Zinsen zu decken und dass eine politische Struktur besteht, die sicherstellt, dass die Schulden nicht zu stark anwachsen, beziehungsweise dass es einen politischen Konsens gibt, dass der Staat auch ein Interesse hat, diese Schulden zurückzuzahlen. Sinkt das Vertrauen in einen Staat, wenn bestehende Anleihen auslaufen, sinkt auch die Nachfrage. Also muss das Angebot verbessert werden. Es müssen höhere Zinsen angeboten werden, das Schuldenmachen wird folglich weniger lukrativ. Das könne zu einer Refinanzierungskrise führen, sagt Clemens Jobst, der am Institut für Wirtschafts- und Sozialgeschichte der Universität Wien forscht. Der Großteil der Staatsschuldenkrisen in der Geschichte sind immer Refinanzierungskrisen. Dass der Staat auslaufende Kredite nicht schafft, zu einem vernünftigen Zinssatz zu refinanzieren. Und das kann dann zu einem negativen Kreislauf werden. Der Staat kann sich nur zu sehr hohen Zinsen neu verschulden. Das verringert aber wiederum den budgetären Spielraum des Staates und macht die künftige Refinanzierung umso teurer. Ausgeglichene Staatshaushalte sind nicht nur in der Gegenwart eine Ausnahme. Staaten, Königreiche und Fürstentümer waren vielfach darauf angewiesen, sich über Schulden zu finanzieren. Fehlte diese Möglichkeit, war der Staatsbankrott unvermeidbar. Doch während heute der Staat hinter der Rückzahlung der Schulden steht, waren Staatsschulden über weite Strecken der Geschichte an Einzelpersonen gebunden. Es waren die Schulden des Fürsten, des Grafen, des Königs. Damit verbunden war ein wesentlich größeres Risiko für die Geldgeber. Ein bekanntes Beispiel lieferte der englische König Edward III. Im 14. Jahrhundert. Hochverschuldet bei Florentiner Handels- und Finanzhäusern
beschloss er 1340, die Rückzahlung seiner Kredite einzustellen. Die Finanziers hatten ihn unter Druck gesetzt, die englische Wollproduktion zu ungünstigen Bedingungen zu verkaufen. Was folgte, war eine Finanzkrise in Florenz. Die großen Finanzhäuser brachen zusammen. England stieg infolge dieser Entschuldung zur Weltmacht auf. Einen großen Wandel, den wir sehen, ist, dass zum ersten Mal die italienischen Stadtstaaten, dass wir einen Wechsel sehen von Schulden einer einzelnen Person zu den Schulden einer Körperschaft. Und das ist ein sehr großer Schritt, weil die Schulden des Fürsten im Prinzip sozusagen mit seinem Tod auch vorbei waren. Was die Revolution im 13., 14. Jahrhundert, 15. Jahrhundert war, ist jetzt, dass quasi eine Körperschaft, die dauernd Bestand hat, Schulden aufnehmen kann und damit auch in eine viel weitere Zukunft hinein sich verschulden kann. Hinter den Schulden stand nun nicht mehr ein Monarch, eine Einzelperson, sondern ein ganzer Staat, der auf ewig bestehen sollte. Damit wuchs die Sicherheit für die Geldgeber, ihre Investments plus Zinsen zurückzubekommen. Die Laufzeit der Kredite verlängerte sich. Im frühen 19. Jahrhundert entwickelten sich Staatsanleihen dann zu anonymen Titeln, die auch an öffentlichen Börsen gehandelt werden können. Für die Staaten wurde diese Form der Verschuldung dadurch attraktiver. Gleichzeitig wurden die damit verbundenen wirtschaftspolitischen Steuermechanismen offensichtlich. Was im 20. Jahrhundert dann dazukommt, ist die Idee, dass der Staat auch Konjunkturpolitik betreibt, also dass er kurzfristige Schwankungen in der Wirtschaftsleistung ausgleichen soll. Das ist eine Politik, die sehr stark mit dem Namen von John Maynard Keynes verbunden ist, der ja gesagt hat, dass Staaten eben durchaus auch Defizite machen sollen, gleichzeitig aber auch immer eben gesagt hat, dass es darum geht, diese Defizite sind keine Dauereinrichtung, sondern sollen sich quasi über den Konjunkturzyklus dann wieder ausgleichen. Im Keynesianismus sind Schulden ein Stabilisator des unsicheren Marktsystems. Breitet sich auf den Finanzmärkten Unsicherheit aus, reduzieren die Anlegenden ihre Investments, also Ausgaben, die für Produktion und Beschäftigung wichtig wären. Die damit verbundene höhere Arbeitslosigkeit überträgt diese Unsicherheit auf die Konsumentinnen und Konsumenten, was wiederum deren Ausgaben schrumpfen lässt. Die Krise verschärft sich. Nimmt der Staat Schulden auf, kann er diese Unsicherheit durch höhere Ausgaben abfedern und damit das System stabilisieren. Umgekehrt kann er in Zeiten guter Konjunktur sparen. Ein wirtschaftspolitisches Programm, das in Politik und Medien kontrovers diskutiert wird, vor allem mit Blick auf die Staatsschuldenquote, sagt Oliver Pizek vom Momentum-Institut. Die Idee der Staatsschuldenquote ist, dass ich anschaue, wie viel Milliarden bin ich sozusagen ausständig und dann dividiere ich das Ganze durch die jährliche Wirtschaftsleistung. Warum macht man das? Also wenn ich einfach in den Raum werfe, Österreich hat 300 Milliarden Schulden, dann kann man das nicht interpretieren. Da brauche ich eine Vergleichsgröße, quasi einen Indikator für die Schuldenrückzahlungsfähigkeit. Philipp Heimberger vom Wiener Institut für internationale Wirtschaftsvergleiche vermutet, dass die Staatsschuldenquote in der öffentlichen Debatte so oft herangezogen werde, weil es sich um einen stark vereinfachten Indikator handle. Immer wenn man auf nur einen Indikator bei einem eigentlich sehr komplexen Konzept wie Schuldentragfähigkeit schauen kann, stellt das eine Vereinfachung dar, die es natürlich auch Politikern und Politikerinnen leichter macht, mit der Öffentlichkeit zu kommunizieren. Sich der Finanzminister hinstellt und sagt, die Staatsschuldenquote ist jetzt raufgegangen, wir müssen schauen, dass sie wieder runtergeht. Dann ist das natürlich eine einfachere Story, als wenn er sich hinstellt und sagt, die Staatsschuldenquote ist zwar raufgegangen, aber die Zinszahlungen sind im selben Zeitraum weiterhin gesunken. Wir müssen das differenziert betrachten. Es kann sozusagen aus wirtschaftspolitischer Perspektive trotzdem gerechtfertigt sein, dass wir jetzt in den nächsten Jahren noch ein höheres Budgetdefizit machen. Ende 2020 betrug die Staatsschuldenquote von Österreich rund 84% des Bruttoinlandsproduktes und war damit deutlich höher als in den Jahren zuvor. Noch ist die durch die Pandemie ausgelöste Krise nicht zu Ende, doch es wird bereits über die Reduktion dieser Schulden diskutiert. Dazu könnten etwa eine Kapitalertragssteuer beitragen, eine leichte Inflation oder ein strikter Sparkurs. Wann muss die Politik also handeln? Für die Euro-Länder und somit auch für Österreich gibt es klare Regeln, wie hoch die Verschuldung bzw. die budgetären Defizite eines Jahres ausfallen dürfen. Die Maastrichter Verträge, die 1992 im Vorfeld der Euro-Einführung erlassen wurden, sahen vor, dass Haushaltsdefizite 3% nicht überschreiten und die Staatsverschuldung insgesamt nicht mehr als 60% des Bruttoinlandsproduktes betragen dürften. Derzeit sind diese Vorgaben aufgrund der zusätzlichen Verschuldung der Mitgliedstaaten während der Corona-Krise ausgesetzt. Die wirtschaftlichen Herausforderungen der vergangenen Monate hätten eine Grundsatzdiskussion über Verschuldungsregelungen der Europäischen Union in Gang gesetzt.
erklärt die Ökonomin Margit Schratzenstaller vom Wirtschaftsforschungsinstitut WIFO. Die haben sich ergeben aus der damaligen Situation unter Beachtung der damals im Durchschnitt geltenden Schuldenstände der EU-Länder. Und daher kommen diese numerischen Vorgaben. Im Moment ist man eigentlich so weit, dass man sagt, also das hat nicht unbedingt einen Sinn. Eigentlich ist es auch wichtig, zum einen zu berücksichtigen, wofür der Staat eigentlich sich verschuldet. Mit diesen Vorgaben wird das weniger berücksichtigt. Und zum anderen auch das Zinsumfeld. Und das ist, glaube ich, ein sehr wichtiger Punkt. Derzeit haben wir ja die Situation, dass sich die Länder eigentlich zu sehr günstigen Zinskonditionen verschulden können von Seiten der EU-Ebene. Wer derzeit spart, erhält so gut wie keine Zinsen. Wer einen Kredit aufnimmt, kann das mit sehr niedrigen Zinsen tun. Das gilt nicht nur für Privatleute und Unternehmen, sondern auch für Staaten. Die geltenden Fiskalregeln würden diese Entwicklung nicht widerspiegeln, argumentiert auch Philipp Heimberger. Das ist eigentlich, und das würden auch die meisten Ökonominnen und Ökonomen zugeben, relativ willkürlich. Und ich würde auch sagen, eigentlich ist diese 60%-Quote in einem ganz anderen Umfeld eben auch politisch entstanden. Das war eben eine Zeit, wo die Zinsen viel, viel höher waren und wo die wirtschaftliche Wachstumsrate oft niedriger war als die Zinsen auf langfristige Staatsanleihen. Jetzt ist es umgekehrt. Und nicht zuletzt deshalb drängen ja auch viele Ökonomen und Ökonominnen darauf, dass man jetzt über eine Reform der Budgetregeln diskutieren soll. Solche Reformbemühungen gibt es derzeit auf EU-Ebene. Doch Europa ist in diesem Punkt gespalten. In Österreich wächst die Wirtschaft nach dem tiefen Absturz wieder. Mittlerweile liegt man über dem Schnitt des Euroraums. Auch wenn die Schuldenquote hoch ist und das Nulldefizit in weiter Ferne liegt, steigen die Staatseinnahmen wieder. Vermutlich mit ein Grund, warum sich Finanzminister Gernot Blümel gemeinsam mit anderen Nationen wie Dänemark, Lettland, der Slowakei, Tschechien, Finnland, den Niederlanden und Schweden für eine rasche Rückkehr zum Stabilitäts- und Wachstumspakt einsetzt. In einem Positionspapier, das bei einem informellen Treffen der Finanzminister Anfang September entstand, tritt man als Sparmeister auf. Doch zahlreiche Ökonominnen und Ökonomen plädieren dafür, die Verschuldung Europas differenzierter zu betrachten, die Zinsentwicklung und das Nettovermögen der Staaten in die Analyse mit einzubeziehen. Dazu zählt auch der Ökonom Oliver Pizek. Man spricht jetzt immer mehr davon, dass man sich vielleicht die Quote anschauen sollte zwischen Zinsen und Steuerleistung. Also wie hoch ist denn meine Zinsbelastung? Kann ich mir das leisten? Also es wäre so eine Quote, die einerseits die Steuerleistung hernimmt und die vergleicht mit der jährlichen Zinsbelastung. Das könnte eine bessere Quote sein. Und wenn man sich diese Zahlen ansieht, dann sieht man auch ganz deutlich, dass aufgrund der gesunkenen Zinszahlungen jetzt die Rückzahlungsfähigkeit des Staates stark angestiegen ist. Wir können jetzt eben mehr Kredite aufnehmen, ohne dass irgendwer sagen könnte, das gefährdet die Rückzahlungsfähigkeit. Die Schulden alleine zu betrachten, greife zu kurz, argumentiert auch Margit Schratzenstaller vom WIFO. Die so erreichten Einnahmen würden investiert. Man müsste also das Vermögen eines Staates und die Schulden in Bezug setzen. Das sinnvollere Konzept wäre eigentlich der Nettoschuldenstand, also man sollte eigentlich gegenüberstellen die Werte, die mit dieser Verschuldung geschaffen worden sind. Das ist allerdings schwierig, weil das sehr schwer zu bewerten ist teilweise. Wie hoch das Vermögen der öffentlichen Hand ist, wie bewertet man Straßen, wie bewertet man Brücken, wie bewertet man Universitäten, wie bewertet man zum Beispiel das Schloss Schönbrunn. Für gewisse Zwecke ist es aber schon wichtig zu wissen, wie hoch die gesamte Bruttoverschuldung ist, weil das ja nun auch der Schuldenberg ist, quasi, von dem man dann auch die Zinsen bezahlen muss. Eine aus den USA kommende ökonomische Theorie untermauert diese Forderungen. Die Modern Monetary Theory, kurz MMT. Sie geht davon aus, dass der Staat nicht auf Steuereinnahmen angewiesen sein sollte, sondern eben auch Einnahmen aus Verschuldung generieren muss, um autonom agieren zu können und die wirtschaftliche Entwicklung zu steuern. Einzige Beschränkung: der Staat darf über seine Schuldenpolitik keine Inflation erzeugen. Eine Theorie, die mit der politischen Linken assoziiert ist und auch deswegen polarisiere, sagt Lea Steininger vom Institut für internationale Wirtschaft der Wirtschaftsuniversität Wien. Ich würde kontroversiellerweise behaupten, dass jede Wirtschaftstheorie mit starken politischen Implikationen verbunden ist. Bei der MMT wird es halt umso stärker sichtbar, weil sie nicht hegemonialer Natur sind. Das heißt, die wirtschaftspolitischen Empfehlungen, die abgeleitet werden von MMT, sind einfach überraschend progressiv. Und deswegen fällt das halt auf, weil es eine Diskursverschiebung ist.
Star der MMT-Bewegung ist Stephanie Kelton. Die Wirtschaftswissenschaftlerin berät vor allem linke US-Demokratinnen und Demokraten wie Bernie Sanders, Elizabeth Warren und Alexandria Ocasio-Cortez. Sie geht davon aus, dass jedes Defizit jemandem zugutekommt, denn jedes Haushaltsdefizit bedeutet einen finanziellen Überschuss in einem anderen Wirtschaftssektor. Die Frage sei nur, wofür das Geld ausgegeben werde. Entstehe das Defizit durch Steuersenkung, profitierten eher Konzerne und die Reichsten der Gesellschaft. Entstehe das Defizit durch Staatsschulden, könnten durch Umverteilung alle von der Mittelschicht abwärts profitieren. Dennoch sorgt die These, Staatsschulden seien unproblematisch, für Kontroversen. Sich mit der Modern Monetary Theory auseinanderzusetzen, sei dennoch sinnvoll, meint Philipp Heimberger. Aus meiner Sicht, es kann sehr sinnvoll sein, dass der Staat ein Budgetdefizit macht, um die Wirtschaft zu stabilisieren und der Arbeitslosigkeit entgegenzuwirken. Aber es ist eben nicht so, wie die MMT sagt, dass der Staat quasi in beliebiger Höhe ein Budgetdefizit finanzieren kann. Das gilt insbesondere in der Eurozone. Die MMT macht ihre Aussagen für souveräne Staaten, die eine eigene Zentralbank haben. Das ist ja für einen Staat wie Österreich und andere Euro-Länder in der Form nicht der Fall. Die Eurozone ist ja keine Fiskalunion, so wie die Vereinigten Staaten von Amerika. Das bedeutet, es gibt kein Eurozonen-Finanzministerium. Die Theorie ist radikal. MMT geht davon aus, dass ein Staat in seiner eigenen Währung nicht bankrott gehen kann. Er müsse einfach nur mehr Geld drucken, wenn das Konto zu weit überzogen ist, also die Zentralbank anweisen, den Kontostand zu erhöhen. Investitionen sollten sich folglich nicht danach richten, wie viel Geld zur Verfügung steht, sondern nach der Notwendigkeit dieser Investitionen. Eine Theorie, die auch Europas Politik beeinflusst habe, sagt die Ökonomin Lea Steininger. Ich glaube, wir haben den MMT-Aktivistinnen sehr viel zu verdanken. Eben eine Verschiebung der Debatte dahin zu sagen, die Frage nach der Finanzierung ist nicht die erste, die wir stellen sollten, wenn wir uns überlegen, was für Ausgaben wir tätigen möchten. Und das ist, glaube ich, eine große Bereicherung aus gesellschaftlicher Perspektive und auch dringend notwendig, um auf die derzeitigen Herausforderungen zu antworten. Welche Ausgaben muss der Staat also jetzt und in Zukunft tätigen? Einigkeit herrscht darüber, dass die Klimakrise und ihre Folgen staatliche Ausgaben notwendig machen. Aufwendungen, die in den nächsten Jahren noch sehr viel größer werden müssen, sagt der Makroökonom Philipp Heimberger. Das ist eigentlich weitgehend Konsens, auch wenn es da natürlich auch Ökonominnen und Ökonomen gibt, die eher zurückhaltend sind, was öffentliche Investitionen angeht. Aber da würde ich wiederum argumentieren, gerade in der jetzigen Situation, wo die Zinsen derart niedrig sind und wo man sehr langfristig diese Schulden aufnehmen kann, wäre es eigentlich fahrlässig, das jetzt nicht zu tun, weil fast alle Projekte, die man damit angeht, eine Rendite erzielen werden, die das Projekt wirtschaftlich absolut rentabel machen. Die Ökonomin Margit Schratzenstaller sieht in der Kreditfinanzierung einen Weg, von dem auch künftige Generationen profitieren können, solange es sich um langfristige Zukunftsinvestitionen handelt, wie sie die Klimakrise notwendig macht. Ambivalent sieht sie die Zinsentwicklung. Aufgrund der niedrigen Zinsen ist die Verschuldung teilweise sehr stark gestiegen. Das Vertrauen der Kreditgeber könnte schwinden, die Zinsen wieder steigen. Und dann muss man für Österreich schon auch sagen, dass es hier beträchtliche Ineffizienzen im öffentlichen Sektor gibt. Dass wir ein beträchtliches Einsparpotenzial haben, wenn wir den Föderalismus, wenn wir das Fördersystem, das Gesundheitswesen, das Bildungssystem und so weiter effizienter organisieren würden. Und ich bin schon der Meinung, dass man diese Effizienzpotenziale als erstes heben sollte, um Spielräume für Zukunftsinvestitionen zu schaffen, bevor man über eine zusätzliche Kreditfinanzierung nachdenkt. Nachhaltig müsse die Staatsverschuldung sein, argumentiert die Ökonomin Lea Steininger von der Wirtschaftsuniversität. Denn die Klimakatastrophe mache eine massive strukturelle Transformation unserer Wirtschaftsweise notwendig. Ohne Schulden und entsprechende Investitionen werde das nicht gelingen. Vielleicht wäre es sinnvoll, dazu sagen, wir wollen keine schwarze Null, wir wollen eine grüne Null. Und angesichts dessen, dass wir eben so massive Investitionen machen müssen, wird die Staatsverschuldung, ich bin davon überzeugt, früher oder später sehr stark nach oben gehen. Was an und für sich kein Problem ist, solange wir nicht mit Inflation konfrontiert sind und solange die Investitionen auf sinnvolle Art und Weise stattfinden.